Das war der Punkt, warum ich nicht mehr aufhören wollte zu zocken und warum die Zeit einfach so schnell verflogen ist für mich. Obwohl ich schon früher eigentlich hätte ins Bett gehen sollen, weil ich total müde war. Ich habe trotzdem noch mal länger gemacht, ja. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir über Suicide Squad Kill the Justice League. Und heute ist es soweit. Das Video, das ich angekündigt habe zum Alpha-Test, das kommt heute. Ich war knapp 10 Stunden in diesem Test unterwegs. Wir haben keine NDA mehr, deswegen möchte ich euch heute meine komplette Erfahrung schildern mit mehreren Elementen. Ich habe das heute aufgeteilt, ich habe ein Skript geschrieben, um euch das möglichst gut unterteilt rüberzubringen, was heute kommt. Also zum Beispiel der Aufbau vom Spiel allgemein, also wie funktioniert das Game allgemein, mehr Details zu den Helden und den Klassen, Welt, Feinde und der Loot, den man denn schon finden konnte, für wen das Spiel geeignet sein könnte und last but not least mein Fazit zum Game. Ich habe mir wortwörtlich die Finger wund gespielt an diesem Titel, denn es war eigentlich nur für Controllersteuerung optimiert zum Alpha-Test-Zeitpunkt. Ich habe aber trotzdem mit Maus und Keyboard losgelegt, weil ich mich damit einfach irgendwie trotzdem wohler gefühlt habe. Aber da war die Steuerung ein bisschen, naja, schwieriger. Deswegen habe ich mir tatsächlich wirklich irgendein Finger ist wund geworden. Deswegen, ich wollte nicht aufhören, dieses Game zu zocken. Wie kann ich vorab jetzt schon mal sagen, damit ihr wisst, was ich da wahrscheinlich so erlebt habe. Denn es gab dafür gute Gründe. Und die möchte ich unter anderem heute eben auch nennen. Aber auch Kritik, die mir aufgefallen ist und die ich nach dem Test direkt an Rocksteady weitergeleitet habe. Wir steigen jetzt ein mit dem ersten Teil, nämlich dem Aufbau vom Spiel. Was könnt ihr da erwarten? Wie läuft dieses Spiel ab? Wie ist der Gameplay-Loop, soweit ich das nach meinen 10 Stunden bisher beurteilen kann zumindest? Man wird am Anfang langsam in die Steuerung und die Story eingeführt. Also es ist gelungen, finde ich, von der Dosierung, die Dauer passt, die Tutorials sind nicht so lang, die es gab, vielleicht werden die auch nochmal umgeworfen, aber so wie sie waren, sind sie gelungen. Man lernt die wichtigsten Elemente von jedem Helden, hat also ein schönes Tutorial und die Story geht auch langsam los, aber nicht zu lahm, nicht zu schnell. Alles entfaltet sich eigentlich sehr gut mit einer schönen Geschwindigkeit. Das war zumindest meine Erfahrung. Dann kommt hinzu, dass wir sehr schnell, sehr früh und auch relativ häufig auf voll vertonte Zwischensequenzen stoßen und die spielen eine sehr große Rolle im Game. Also ich möchte jetzt hier nicht sagen, ihr guckt jetzt einen Film an, ja, es ist ein Game, aber dieses Game ist wirklich gut gefüttert mit aufwendigen Zwischensequenzen in echter Spielgrafik, wo die Charaktere voll vertont miteinander sprechen. Und ich persönlich war mega überrascht, dass hier so viel Story und vor allem in der Art und Weise, wie die transportiert wurde und wie viel Arbeit da reingesteckt worden ist, das hätte ich nicht gedacht einfach. Und das hat mich positiv mitgenommen, denn so haben wir wirklich eine gute Dosierung zwischen geilem, actionreichem Missionsgameplay und Zwischensequenzen. Dazu nachher aber noch kurz ein bisschen mehr. Die Stadt Metropolis, in der sich das Ganze abspielt, die scheint gigantisch zu sein. Also wenn ich die Map geöffnet habe, ein bisschen rumgescrollt habe und einiges sehen. Ich darf kein Video dazu zeigen. Ich habe es, glaube ich, auch aus Versehen gelöscht. Ich hatte einiges an Videomaterial. Leider habe ich es nicht mehr. Aber ihr habt wirklich viel Zugang, ihr könnt eigentlich auf jedes Gebäude auch hochrennen sozusagen. Jeder Charakter hat da eine coole Animation, wie er hochkommt. Das macht jeder Charakter auf seine eigene Art und Weise. Und von hohen Wolkenkratzen habt ihr wirklich einen genialen Ausblick auf die ganze Stadt. Und anfangs ist das noch ja ziemlich eingegrenzt wegen Amanda Waller. Die sagt, hey, geht da aber noch nicht hin. Das schaltet man sich im Laufe der Zeit erst frei, bevor man ganz Metropolis sehen kann. Das heißt, ich habe nur einen Bruchteil von der Stadt gesehen, ja. Deswegen bezieht sich das, was ich sage heute, auch nur auf diesen Bruchteil der Stadt. Wichtig, ne? Hinterkopf behalten. Jetzt aber mal zum Ablauf vom Gameplay. Ich sag mal so ganz grob den Gameplay-Loop, den man am Anfang wahrscheinlich etwa erleben wird. Ihr werdet Zwischensequenzen eben haben, die euch in die Story einführen. Ihr habt Dialoge zwischen den Helden und mit anderen Figuren, die dann so nach und nach hinzukommen. Das heißt, ihr habt nicht von Anfang an einfach alle irgendwie dabei, die eine Rolle spielen. Auch die NPCs, die eine Rolle spielen, sind anfangs nicht dabei. Das knüpft sich alles mit Missionen zusammen.
Das heißt, ihr habt eine Story, es passiert was, es wird was geredet. Daraus ergibt sich meistens eine Mission, die ihr dann auch versteht, warum sie da ist, weil es halt eben eine Story auch dazu gab. Und dann beginnt es nämlich mit dem actionreichen Gameplay. Ihr zieht dann einfach los. Ihr könnt frei zwischen den Helden hin und her wechseln, wenn ihr das wollt. Ansonsten bleibt ihr die ganze Zeit bei einem Helden, mit dem ihr am liebsten unterwegs seid. Ihr habt dann in dem Bereich der Stadt Free Roaming. Ihr könnt das alles frei erkunden. Ihr seid also nicht nur, du musst jetzt nur Missionen machen und darfst nichts anderes machen. Du kannst eigentlich machen, was du willst in dem Bereich, wo du bist. Aber du kannst halt dann eben auch der Mission nachgehen und das Ziel dann dort erfüllen. Oder du hast auch die Wahl, einfach irgendwelche Nebensachen zu machen und die abzuschließen und die wirkliche Hauptmission quasi irgendwann zu machen, wann du Lust drauf hast. Und wenn du die Mission dann abgeschlossen hast, dann kommt die nächste Zwischensequenz und die Story wird sozusagen weiter gesponnen. Und das läuft gar nicht so statisch ab, wie ich es jetzt vielleicht beschrieben habe. Es ist flüssiger, es ist manchmal unvorhergesehen, wann so eine Sequenz beginnt. Also das ist doch abwechslungsreicher am Anfang, wie ich es zumindest erlebt habe, als es sich jetzt vielleicht auch anhört. Ihr kriegt neuen Loot durch die Feinde auch, wenn ihr die besiegt teilweise. Wenn ihr eine Mission komplett abschließt, also eine Nebenmission, kriegt ihr meistens so eine Loot-Kapsel, die dann von oben runterkommt. Mehr spoilere ich jetzt mal nicht dazu bisher. Da kommt dann der ganze Loot raus letztendlich. Ihr macht Level-Ups, weil ihr Erfahrungspunkte sammelt mit eurem Helden. Ihr kriegt dann nach einem Level-Up Talentpunkte, die ihr dann in 3 Skillbäume verteilen könnt. Bei jedem Helden, jeder hat eigene 3 Skillbäume mit verschiedenen Schwerpunkten. Und ihr könnt im Solo- oder Multiplayer unterwegs sein, wie ihr Bock drauf habt. Ein Offline-Solo-Modus kommt ja nach dem Release noch dazu. Das kommt als ein kleiner Content, als ein kleines Update sozusagen. Aber ihr habt halt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt ins Game reingeht zum Beispiel, entweder ihr macht ein Matchmaking mit echten Spielern oder ihr sagt, ihr habt da keinen Bock drauf. Ich nehme die anderen 3 Helden als Bots mit. Wenn die anderen 3 Bots sind, dann könnt ihr auch zwischen den Helden frei hin und her wechseln. Das passiert ohne Ladebildschirm, ohne dass ihr irgendwo hin müsst. Ihr könnt es einfach frei drücken mit Tastendruck und seid ein anderer Held. Ganz einfach, ganz schnell. Wenn natürlich die anderen Spieler keine Bots sind, dann könnt ihr auch nicht, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel so schnell zum Deadshot wechseln oder so. Dann müsst ihr erst anscheinend in die Halle, also in die Basis zurück, um da eine Änderung zu machen. Denn es ist so, ich hab darauf geachtet, es wäre auch möglich in einem Multiplayer-Match zum Beispiel, dass 2-mal Harlequin spielt oder 3-mal Harlequin spielt zum Beispiel. Also wenn jeder Spieler gerne Harlequin spielen möchte, könnte, glaube ich, sogar auch ein ganzes Team, ein 4er-Team aus Harlequins unterwegs sein. Also da seid ihr nicht eingegrenzt. Ich finde, das ist cool, mir war das persönlich wichtig. Ne? Wukong, viele Grüße, der will ja auch wahrscheinlich King Shark spielen, also steht ihm nichts im Weg, dass wir zu zweit als King Shark das ganze Ding rocken, also feine Sache. Wir gehen jetzt aber zum nächsten Abschnitt, nämlich Helden und Klassen. Das ist ja ein wichtiger Faktor eigentlich bei diesem Game, dass ihr auch langfristig erfolgreich sein möchte und langfristig Spaß machen soll. Deswegen Helden und Klassen, ein wichtiges Element. Ihr habt Harlequin, ihr habt Deadshot, ihr habt King Shark und ihr habt Captain Boomerang. Mit diesen 4 startet das Spiel, aber in Zukunft werden mehr Helden kostenlos hinzugefügt werden. Und Leaks geben schon einiges her. Das sind anscheinend schon große Pläne und noch größer, als man sich es momentan vorstellt. So viel mal dazu, wahrscheinlich mehr dazu in einem anderen Video. Und ich weise euch dann auch darauf hin, dass es hier vielleicht so ansatzweise Spoiler geben könnte und so weiter. Aber hier noch nicht. Charakterlich sind diese 4 Helden sehr stark und markant, auch in der Story. Sie kommen wirklich sehr charakteristisch rüber. Jeder hat seine eigene Art und Weise. Ich finde, das ist erfrischend und schön abwechslungsreich. Und sie sind aber auch stark unterschiedlich im Gameplay. Hier habe ich teilweise andere Meinungen gehört von der Presse, nämlich, dass die alle sich irgendwie ansatzweise gleich spielen würden. Das Empfinden hatte ich ganz und gar nicht. Also da bin ich 100% auf der anderen Seite, denn die Fortbewegung für jeden Helden ist ganz anders. Also ihr wisst es ja schon, ich brauche nicht aufzählen, wie sich diese Helden durch die Stadt bewegen. Da hat jeder seine eigene Mechanik. Aber die Bewegungsabläufe sind auch ganz andere. Und die Helden haben auch ganz andere Schwerpunkte. Ja, zum Beispiel King Shark ist hauptsächlich eigentlich im Nahkampf eher wirklich nah dran an den Feinden. Deadshot zum Beispiel geht kaum nah an die Feinde ran. Ob man da die Möglichkeit hat, das auch mal zu ändern, könnten Builds vielleicht ermöglichen. Aber grundlegend ist es erstmal so, wenn man startet mit den Helden, ja.
Und zu dem, was mir bei dem Spiel besonders gut gefallen hat, ist, dass die Feinde nicht einfach nur aufploppen irgendwo und irgendwo in der Stadt spawnen oder da sind. Ja, sie sind irgendwo da, die Feinde, aber sie machen eine coole Sache, nämlich sie bauen sich meistens so Schilde auf und sie verschanzen sich hinter den Schilden. Und wenn man das Gameplay sieht, dann denkt man, ja, die stehen halt hinter einem Schild. Aber wie sich das im Gameplay zeigt, ist verdammt interessant. Denn ja, ihr könnt einfach durch dieses Schild quasi durchspringen, aber ihr kriegt dadurch jede Menge Schaden. Und eigentlich solltet ihr es vermeiden, direkt in das Schild reinzuspringen oder hochzukrapseln und dann einfach in das Schild reinzulaufen. Denn dann kriegt ihr jede Menge Schaden. Das kann euch gerne auch mal killen, wenn ihr nicht aufpasst. Dann vor allem auf die Feinde auch. Das heißt, ihr benutzt euer Traversal, eure Fortbewegung, um diese Schilde zu umgehen. Und je besser ihr euch fortbewegen könnt mit dem Helden eurer Wahl oder allen Vieren, desto flüssiger ist das Kampfgeschehen und das hat eine wirkliche Relevanz. Und das war das, was mich persönlich auch mega umgehauen hat, positiv bei diesem Test, das einfach selber zu spielen. Ihr könnt diese Helden tatsächlich lernen, wie sie sich bewegen und wie ihr euch optimal bewegen könnt, um das Maximum rauszuholen. Erstmal was den flüssigen Kampf angeht, das heißt, wie bewegt ihr euch und schießt dann und geht ran und macht Nahkampf, geht wieder weg, entfernt euch, macht von oben einen Angriff, was weiß ich. Solche Sachen, das ist das eine, das zu lernen, wie man sich da gut bewegt. Und das andere spielt dann im Laufe der Zeit nämlich mit rein, nämlich die Kombo-Mechanik. Meines Wissens, wenn ich noch richtig im Kopf habe, sammelt ihr Kombo-Punkte, je besser ihr im Kampf performt, also ihr verkettet eure Angriffe, je, ja, koordinierter ihr die Feinde ummetzelt, desto höher steigt euer Kombozähler. Je höher der Kombozähler, desto mehr Schaden macht ihr, glaube ich. Und desto besser ist es auch mit den Skills, denn ich glaube, manche Skills haben gewisse Mechaniken. Je höher euer Kombozähler ist, umso besser funktionieren die Skills. Das bedeutet, ihr lernt wirklich den Helden und je mehr ihr den zockt, umso besser seid ihr mit dem, umso mehr pusht ihr diese Kombo-Mechanik, umso besser könnt ihr die Skills reinhauen, umso mehr Damage bekommen die Feinde, umso mehr flüssig fühlt sich das Kampfgeschehen an und desto besser fühlt ihr euch einfach, wenn ihr die ganzen Leute platt macht. Und diese Herangehensweise fand ich mega interessant und das hat mich mega gecatcht bei diesem Spiel. Und das war der Punkt, warum ich nicht mehr aufhören wollte zu zocken und warum die Zeit einfach so schnell verflogen ist für mich. Obwohl ich schon früher eigentlich hätte ins Bett gehen sollen, weil ich total müde war. Ich habe trotzdem noch mal länger gemacht. Ja. Abseits davon mal, ihr habt 3 Talentbäume pro Charakter, habe ich schon gesagt. Die Neuverteilung von diesen Punkten ist möglich. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte für jeden Talentbaum und ihr könnt dann auch auf einer Linie quasi wählen, welchen Skill ihr rein investieren wollt. Shark habe ich schon gesagt, zum Beispiel gerne im Nahkampf unterwegs. Die Waffen geben das auch hauptsächlich her beim Shark. Der hat, glaube ich, Schrotflinten. Er hat diese Miniguns zum Beispiel, die er benutzen kann. Die andere Waffe weiß ich nicht mehr, aber alles ist nicht zum Beispiel, dass jetzt King Shark mit einer Sniper Rifle rumrennt. Das macht er nicht. Deadshot macht nämlich das zum Beispiel mit einer Sniper Rifle. Der hat auch viel Fokus auf Crits, zum Beispiel Crits und Headshots zu landen. Und das spiegelt sich auch im Talentbaum wieder. Boomer, also Captain Boomerang, der hat zum Beispiel viel mit Shotguns zu tun, macht schnelle Gap Closer mit seinem Boomerang, macht auch richtig Laune dieses Gameplay. Also jeder Charakter durch diese Traversal-Mechanik hat auch andere Feinheiten, die sich vielleicht eher eignen, diesen Build zu machen oder das so und so zu verknüpfen. Deswegen sehr feine Sache, finde ich, für jeden Helden. Ich hoffe, das geht so weiter auch mit neuen Helden. Es geht also um die Meisterung von dem Charakter, den ihr euch auswählt oder wenn ihr alle spielen wollt, habt ihr ziemlich viel zu meistern. Die Lernkurve fühlt sich, also für mich zumindest, hat sich sehr belohnt angefühlt. Je mehr ich gezockt habe, umso besser bin ich geworden und umso besser hat sich der Kampf einfach auch für mich angefühlt. Jeder Charakter beherrscht von den insgesamt 6 Waffentypen, die es gibt, jeweils 3 unterschiedliche Waffentypen. Das macht die Helden jetzt noch einzigartiger, weil halt nicht jeder Held jeden Waffentyp tragen kann. Und jeder Held hat auch seine markante Waffe, die er anziehen kann. Und davon gibt es auch manchmal Variationen. Ja. Die Wristguns vom Deadshot zum Beispiel, mit denen der im Nahkampf schießt. Von Harlequin dem Baseballbat oder die Hammer, die sie hat. Beim King Shark sind es die Sicheln oder der hat auch manchmal die als Abwandlung als Macheten. Ja. Und Boomerang wieder mit seinem Boomerang natürlich. Und ihr findet diese Sachen, diese Waffen auch als neuen Loot. Also kriegt ihr auch bessere Arten von diesen Waffen, höherwertigere Sachen mit Affixen drauf und so weiter.
Und das finde ich auch noch ziemlich cool, was die Helden einfach voneinander unterscheidet und interessant macht. Und wahrscheinlich mindestens 6 neue Mitglieder für den Squad nach Release im Laufe der Zeit, soweit ich es bisher mitbekommen habe von Leaks. Ja, so viel sage ich erstmal dazu. Ist einiges geplant, wie es aussieht. Das mal abschließend hier zu Heldenklassencharakteren zu diesem Abschnitt. Denn wir gehen jetzt noch weiter im Video und reden über Weltfeinde und den Loot. Die Stadt, in der das Ganze abläuft, ist ja Metropolis, wie ihr wisst, und die ist eigentlich recht abwechslungsreich gebaut, also viele verschiedene Gebäudetypen, dann gibt es so Zentren, da ist dann viel mit ein bisschen Untergrund und so. Also da ist schon eine Abwechslung, was dieses Level-Design an sich angeht. Aber bei der Alpha wirkte das Ganze für mich persönlich jetzt noch nicht so interessant. Ich finde, sie hätten da noch mehr rausholen können, indem sie zum Beispiel Kisten verstecken irgendwo. Sie haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es viel Easter Eggs geben wird und der Riddler ist ja auch wieder Teil von der ganzen Party. Ja, das heißt, das wird sich schon in Metropolis verstecken. Ich habe ja nur einen kleinen Teil von der Stadt gesehen. Das muss ich ja nochmal hier erwähnen. Ich kann auch nur diesen kleinen Teil bewerten. Und dieser kleine Teil war aber auch schon riesig. Ja, das auch mal zur Größe der Welt. Also das wird ein Riesending werden. Ja, das auf jeden Fall. Aber mir haben ein bisschen so Verstecke gefehlt, mir haben Beutekisten gefehlt, mir haben mehr Feindestypen gefehlt, was das Design der Feinde angeht. Die sehen alle ein bisschen so aus wie halt unter Brainiacs Kontrolle. Es gibt verschiedene Feindestypen, die machen was anderes, die greifen anders an, die haben andere Waffen, andere Mechaniken und so weiter. Aber so optisch, zumindest von weitem betrachtet, sehen die alle nicht so arg verschieden aus. Und da hoffe ich einfach noch, dass je weiter sich das Spiel öffnet, dass es dann noch mehr Variationen gibt, auch von der optischen Seite her betrachtet, damit man auch mal das Gefühl hat, man bekämpft irgendwas anderes als immer diese ähnlichen Monstertypen da, ja. Das würde ich mir noch wünschen, das habe ich auch als Feedback weitergegeben und die Stadt eben interessanter machen, mehr füllen mit Sachen, die man entdecken und erkunden und finden kann. Das würde mir mega gefallen. Es ist noch so, den Loot gibt es direkt teilweise von Feinden oder eben als Beutekapsel nach Missionsabschluss für alle Chars. Also das ist vielleicht noch eine Zusatzinfo hier an der Stelle, nämlich für alle Chars, also selbst die Bots, mit denen ihr unterwegs seid, die bekommen auch Loot, ja. Und den könnt ihr dann auch im Menü auswählen und ausrüsten für die Bots. Ja. Und falls ihr dann mal den Helden wechselt, hat der Held halt eben auch schon Equipment, auch schon irgendwie ein bisschen besseres Gear. Da habt ihr die Möglichkeit, entweder ihr rüstet es aus oder ihr habt keinen Bock und rüstet es nicht aus. Ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwann zeigt, dass die Bots dann zu schwach sind, wenn ihr sie nicht ausrüstet. Das kann ich noch nicht bewerten. Aber ich finde es cool, dass die eben auch Loot bekommen. Allgemein vielleicht noch zu sagen, Slots, also Ausrüstungsslots gibt es wirklich genug für die belohnende Beute, die man so bekommen kann. Ich glaube, es sind so 8 Slots, wenn ich mich jetzt nicht irre, 8 oder 9. Ihr könnt Waffen ausrüsten, also verschiedene Waffen. Was Schusswaffen angeht, könnt ihr ausrüsten. Ich glaube, es sind 2. Dann habt ihr eine Nahkampfwaffe, dann habt ihr eine Granate, dann habt ihr verschiedene Mods, die ihr ausrüsten könnt und eure Neckbomb könnt ihr auch noch modifizieren. Also sind viele Slots da, um einfach was auszurüsten, um eine Veränderung in Gang zu bringen. Das Aussehen, also sagen wir mal Helm oder Brustpanzer, sage ich jetzt mal so ganz klassisch, dieses Aussehen wird nur durch Cosmetics bestimmt. Also da braucht ihr nicht drauf hoffen, dass ihr jetzt, sag ich mal, so einen neuen Helm findet zum Beispiel oder neue Stiefel und die dann ausrüstet. Das gibt es nicht als Ausrüstungsslot. Aber das Schöne ist, diese Cosmetics, es gibt auch Cosmetics kostenlos als Belohnung in-game durch euren Fortschritt oder durch bestimmte Errungenschaften. Dann geht ihr plötzlich in euer Charaktermenü und ihr könnt einfach irgendwie euren Helden anders kostümieren, weil ihr irgendwas bekommen habt, einfach im Laufe der Zeit. Das finde ich cool. Und die Info vielleicht noch für euch, wenn ihr im Spiel unterwegs seid, ihr könnt jederzeit ins Inventar. Das hat ja nicht jedes Spiel immer sofort gehabt. Da hatten wir auch mal Probleme. Ich glaube, ich erinnere mich da an Outriders zum Beispiel. Aber hier in diesem Game, ihr könnt immer ins Inventar. Ihr könnt immer eure Talentbäume angucken. Ihr könnt immer was anderes ausrüsten. Da müsst ihr nicht erst zurück in die Basis oder so. Keine Sorge, das haben sie mit drin, finde ich gut. Ja? Die Gebäude zu erklimmen läuft flüssig von der Hand. Ist bei jedem Char, wie gesagt, anders. Allgemein einfach, um Strich drunter zu machen, sehr geiles Movement. Feiere ich richtig. Bei diesem Game haben sie toll
gemacht. Dann kommen wir zu einem kürzeren Part jetzt vom Video, nämlich Technik und Optionen, einfach was die Hardware angeht. Ich blende euch im Hintergrund am besten einfach die offiziellen Hardware-Anforderungen oder die Empfehlungen einfach auch ein, damit ihr sehen könnt, welches System ihr benötigt, um das Spiel in einer gewissen Qualität spielen zu können. Vielleicht blende ich euch auch noch irgendwo ein oder gebe euch kurz einfach Info, wie ich die Alpha gespielt habe. Ich habe es auf relativ niedrigen Einstellungen gezockt. Ich habe jetzt mittlerweile nachgerüstet, werde mit deutlich besseren Einstellungen spielen und streamen können. Aber auch mit den Einstellungen, wo ich jetzt gespielt habe, war es spielbar und es sah bei mir eigentlich trotzdem noch gut aus. Man kann natürlich viel mehr rausholen mit High-End-Hardware, aber ich glaube, wenn ihr vor etwa 2 bis 3 Jahren in ein Mittelklasse-System investiert habt, dann könnt ihr dieses Spiel mit guten Einstellungen spielen und genießen. Das mal so ganz grob als Aussage. Wenn ihr jetzt natürlich ein Mittelklasse-System gekauft habt und jetzt auf 4K und was weiß ich, was im riesen Bildschirm zocken wollt und währenddessen streamen und Musik hören und blablabla machen wollt und noch einen Film gucken auf dem dritten Bildschirm, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja? Dann gehen wir zum vorletzten Part und der wird natürlich sehr, sehr schwierig, nämlich für wen ist dieses Game vielleicht geeignet? Da hat jeder Spieler, ihr wisst es selber, jeder hat seine eigenen Ansprüche, Erwartungen und für jeden macht irgendwas anders mehr Spaß oder weniger Spaß oder killt den Spaß sogar vollständig. Deswegen schwer natürlich hier diesen Part zu bearbeiten. Ich denke, Loot-Shooter-Spieler, die DC-Comics nicht, die denen nicht abgeneigt sind. Wenn ihr mit DC-Comics halbwegs was anfangen könnt, wenn ihr die Grafik seht und sagt, das kann ich gut spielen, das gefällt mir eigentlich sogar, und ihr habt Loot-Shooter-Erfahrung oder auch, sag ich mal, Hack-and-Slay-Erfahrung und kennt die Elemente von solchen Games, die auf Loot viel Wert legen, die teilweise auf jeden Fall auf lange Sicht auch teilweise repetitive Elemente vielleicht dabei haben werden. Denn ohne das geht es über hunderte Stunden nicht hinaus. Da muss ich irgendwann mal was wiederholen. Wenn ihr solche Spieler seid, die mit solchen Games gut klarkommen und die eben auch die Third-Person-Perspektive mögen, die Action mögen auf jeden Fall und wirklich, wirklich aktiv da zocken möchten und krasses Geballer mögen. Euch könnte dieser Titel wirklich abholen, wenn ihr euch auch bereit dazu seht, euch einzulassen, dieses Movement zum Beispiel zu lernen von den Helden. Ebenfalls, glaube ich, ist das Game zumindest für einige Stunden geeignet, wenn ihr DC-Fans seid von DC Comics und eine interessante Story erleben wollt und halt eben Third-Person-Action-Games mögt. Also wer das rein wegen der Story spielen will, wird wahrscheinlich viel Euro ausgeben für die Stunden an Story. Ich denke, wahrscheinlich über so zwischen 10 bis 20 Stunden wird die Story nicht viel weiter gehen. Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr für 10 bis 20 Stunden 60 Euro oder sowas investiert, dann könnte es natürlich schon knackig werden. Da würde ich dann an eurer Stelle vielleicht auf einen Sale warten, dass ihr dann wirklich nur die Story mitnehmt, denn die scheint trotzdem wirklich was wert zu sein. Und ja, alles, was drüber hinausgeht, wird für euch halt dann weniger interessant wahrscheinlich. Wer Vollpreisspiel mit Seasons, einem optionalen bezahlten Battle Pass, es gibt ja auch einen kostenlosen Battle Pass, aber einen optionalen kaufbaren Battle Pass mit Live-Service-Game-Elementen, wenn ihr sowas hasst, sowas gar nicht mögt, Multiplayer und was weiß ich was, dann müsst ihr dieses Spiel meiden. Dieses Spiel ist dann nichts für euch. Ebenso Spieler, die ein Spiel mit hunderten Stunden genießen wollen, ohne irgendwelche repetitiven Elemente drin zu haben. Ich weiß nicht, welches Spiel das bietet, aber falls ihr damit gar nichts anfangen könnt, so repetitive Elemente hin und wieder mal zu erleben, ich glaube, dann werdet ihr zumindest auf lange Sicht, also auf über 100 Stunden oder so oder über 50 Stunden schon, werdet ihr wahrscheinlich mit dem Spiel auch nicht glücklich werden. Deswegen, es ist schwer, direkt eine Parallele zu nennen und zu sagen, ey, wenn ihr dieses Spiel mögt, dann möchtet ihr auch dieses Spiel zocken. Ich würde jetzt zum Beispiel auch mal Gotham Knights in den Raum werfen. Allerdings ist der krasse Unterschied zu Gotham Knights zum Beispiel, die Bewegung von den Charakteren ist unvergleichbar. Also das System ist hier viel actionbasierter, ist viel flüssiger, es ist viel krasser einfach, es ist viel actiongeladener als bei Gotham Knights zum Beispiel. Das Movement von den Helden, was ganz anderes. Das Gefühl in der Welt, ganz anderes. Es ist viel schneller, es ist viel ausgeflippter, es ist viel krasser mit Geballer und so weiter. Viel mehr Action.
passiert viel schneller irgendwas. Also da kann ich dann Gotham Knights wieder gar nicht mit vergleichen. Ja, das ist dann viel langsamer, träger bei Gotham Knights gewesen. Alles viel ruhiger und da geht's richtig ab bei dem Spiel hier. Dann vielleicht so Elemente dabei wie ein Outriders teilweise hatte, Elemente dabei wie ein Destiny teilweise hat. Ja, also solche Elemente sind hier auf jeden Fall auch mit drin, falls ihr diese Spiele gezockt habt. Also Outriders, zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen Warframe, was Movement und so angeht, Bewegungsmanöver und so weiter. Warframe ist auch eine Sache vielleicht. Destiny ist eben eine Sache. Also diese drei Games kann ich zumindest mal ganz grob noch als annähernd vergleichbare Titel mit reinwerfen. Von jedem Spiel ein bisschen was dabei, grob, ja, damit ihr eine Orientierung habt. Jetzt aber zum Fazit, last but not least. Das Game hätte, glaube ich, das Potenzial, ein Überraschungshit in 2024 zu werden. Und es wird meiner Meinung nach unterschätzt. Also die Kernelemente, die Rocksteady gepusht hat in dem Game, sind noch gar nicht zur Entfaltung gekommen, was die Presse gesagt hat oder was viele von uns wahrscheinlich auch gesagt haben. Das kommt erst im Laufe der Zeit. Ich merke, da haben sie was geschraubt, was richtig geil werden könnte. Und die Zeit muss dann zeigen, die Spielzeit, dass sich das wirklich auch entfaltet und das erreicht, was ich denke, was erreichbar wäre. Die Welt und die Feindestypen, die wirken auf mich bisher eher unterdurchschnittlich, das muss ich sagen. Also was Abwechslung, Überraschung und Detailgrad angeht, hätte ich mir von Welt und von Feindestypen mehr gewünscht. Da hoffe ich, sie bessern einfach noch nach und machen eine lebendigere, interessantere Welt. Das ist ein großer Kritikpunkt von mir, den ich mir einfach noch wünsche, wo sie wirklich nachbessern und pushen, dass das noch ein bisschen geiler, interessanter, abwechslungsreicher und so weiter wird. Andererseits hat dieses Game aber auch eine stärkere Story und mehr Komplexität in puncto Movement, Builds und Loot, als ich bisher vor dem Alpha-Test angenommen hatte. Also diese Sachen, die ich gerade genannt habe, die haben mich wirklich umgehauen beim Alpha-Test und richtig positiv mitgenommen einfach in dieses Spiel. Und wenn jetzt Rocksteady auf das Community-Feedback hört, wie zum Beispiel bei dem Offline-Modus, der sich gewünscht wurde, und sie reichen das dann nach Release auch nach, das haben sie ja gesagt, der Offline-Modus wird kommen, dass ihr es offline zocken könnt alleine. Wenn sie weiter diesem Feedback folgen und möglichst auch sinnvolle Dinge dann davon auch übernehmen oder implementieren oder ändern und anpassen, wenn sie das schaffen, dann könnte das Spiel dieses Jahr absolut ein Erfolgshit werden, davon gehe ich persönlich aus. Und neuer Content ist laut Leaks bereits für einige Zeit in Planung. Ich habe es ja schon vor einer Weile mal gesagt in einem Video, vor, weiß nicht, ein, zwei Monaten, dass sie wahrscheinlich so Content für ein Jahr haben werden. So die Leaks deuten darauf hin, dass sie über ein Jahr bereits Content geplant haben, sogar Richtung 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre Content-Updates geplant haben. Kann ich euch nicht garantieren, dass es so ist, ja? Aber diverse Quellen lassen es vermuten. Und deswegen denke ich, boah, könnte eine geile Sause werden hier, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr mit solchen Games ansatzweise was anfangen könnt, für mich ist es ein Loot-Shooter hier, dieses Spiel. Loot-Helden-Shooter können wir von mir aus so ergänzen. Aber das ist es, was es ist. Ja? Und so muss man es, denke ich, auch nehmen als Live-Service-Game eben auch noch dazu. Und wenn man das kann und wenn man das mag, let's go. Also, ich danke euch fürs Einschalten, Leute. Und hoffe, wir sehen uns bald bei einem anderen Video wieder. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr mehr Suicide Squad Content haben wollt von mir. Gerne. Und auf Twitch werde ich demnächst auch streamen. Und wenn es rauskommt, werde ich dieses Game auch im Stream dabei haben. Bis bald. Macht es gut. Und auf Wiedersehen.